Hey, ich bin Timo, bekennender Freshie-Liebhaber. Ich sollte also wissen, wovon ich da spreche, wenn ich sage, das hier sind die besten frischen Parfums, die du aktuell für unter 100 Euro bekommen kannst. Ich mag Freshies, ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Du hast auf dieses Video geklickt. Also würde ich mal sagen, du auch, ja. Schreib mir gerne mal dein Lieblings-Freshie derzeit für unter 100 Euro in die Kommentare rein. Ja, Freshies sind so unglaublich vielseitig. Die kannst du, egal zu welcher Uhrzeit, Jahreszeit nehmen, egal was du vorhast, ob du im Büro irgendwie einen Duft brauchst, ob du vielleicht einfach nur zum Rave gehen willst, zum Bewerbungsgespräch, mit dem Hamsterkost Gassi gehen. Das klappt am besten, finde ich jedenfalls, mit einem frischen Duft. Und nun habe ich ganz schön viel geredet und ihr wollt die Top 10. Okay, könnt ihr bekommen. Also, ab geht's. Wir beginnen die Top 10 mit einem Duft, den du super gut nehmen kannst, wenn es super, super heiß draußen ist. Der ist absolut erfrischend. Riecht, als ob ihr Bergamott und Zitronen auf Eiswürfel legt. Ein Sommerträumchen. Ich nehme ihn recht oft zum Sport momentan. Dior Homme Cologne. Ein guter Dupe dazu ist Jimmy Choo Man Ice. Ja, kostet dann so 20 Euro. Hier, ja, so 70, 80, aber Duftener ist wirklich top. Dann habe ich auf Platz Nummer 9 und ja, ich habe ihn gesehen für unter 100 Euro, extra recherchiert für euch. Ganz egal, ob ihr die 22er Version nehmt oder die 23er, ist der gleiche Duft. Ein Grapefruit Duft, der recht ähnlich ist zu On the Beach von Louis Vuitton und auch ein bisschen was hat von Tom Ford's Mandarino di Amalfi. Timo, sag mir doch endlich, welchen Duft du da in der Hand hältst. Das ist Le Male Pride Edition 2000, in diesem Fall 23, ja. Grapefruit sorgt für diesen, ja, Zitrus-Kick. Das macht richtig Bock auf Sommer, ja. Dann hast du Neroli hier drin, keine Sorge, Neroli in gut, ne? Das fügt sich sehr gut ein und gibt dem Ganzen so ein bisschen so einen kleinen, ja, so ein bisschen Schärfe. Dann hast du natürlich auch recht viel Moschus hier drin, Orangenblüte, ja, etwas blumig. Aber kann wirklich jeder tragen. Ist auch so, ja, wird so vermarktet. Ein richtig cleaner und angenehmer Duft im Sommer. Habe ich schon zwei meiner Freunden gezeigt, haben sich sofort gekauft. Und ja, ich kann es verstehen. Platz Nummer 8. Ein frischer, putriger Duft. Arbeitest du bei der Bank zum Beispiel, ne? Und hast noch gar kein Parfum, dann passt der super gut. Das ist wirklich so, ja, wie eine luxuriöse Seife, sehr clean. Ich glaube, eines der cleansten frischen Düfte, die ich kenne, das ist, na, ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Prada L'Homme, ein Irisduft, ne? Dann hat er aber auch noch so ein bisschen was Würziges oder ich würde auch mal sagen, was Dunkles, ganz zart hier drin. Amber und Patchouli, das ist schon aufregend, sexy, wenn man das noch ein bisschen weiter überladen würde mit Amber und Patchouli. Warte mal, haben die ja gemacht. Nämlich mit dem Intense, den du da hinten siehst. Ist auch ein guter Duft, aber ist nicht so easy und clean wie Prada L'Homme. Habe ich letztens beim Sport gerochen. Oh, da, ich weiß nicht, passt der da hin? Also, ja, es war okay. Aber dieses Putrige, ich finde, es passt eher ins Büro oder Bewerbungsgespräch, absolut top. Platz Nummer 7, das ist was für Sugar Daddies da draußen. Oder du bist ein erfahrener Kerl und suchst was Frisches. Ja, so ein Italian Chic Parfum, da habe ich für dich. Na ja, Acqua di Gio Parfum. Das ist wirklich ein sehr maritimer Duft. Da hast du auch Weihrauch und Salbei, sorgen für dieses erfahrene, aber doch irgendwie beruhigende, elegante. Also richtig gut. Haltbarkeit auch. Aber ich muss sagen, findest du Profumo irgendwo, dann lieber den. Der ist sehr weich, der kommt auf jeden Fall an. Ja, easy to wear, würde man sagen. Aber Profumo, ja, ganz eindeutig, finde ich nochmal viel interessanter. Platz Nummer 6. Hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, so wie ich. Dennoch hat dieses Parfum einfach... Er riecht nach Urlaub wie Ibiza. Ich war noch nie da. Ne? Ihr wisst ja, mein Geld geht Richtung Parfum. Aber ich kann mir das einfach sehr gut vorstellen. Ne? Das riecht einfach nach Sonne, nach Zitrus, nach Spaß. Das ist der. Ja.
Light Blue or Intense. Grapefruit, sowas Mandariniges und dann halt sehr viel Aquatik. Hat auch ein bisschen was zitrisch Leckeres, würde ich mal sagen. Als ob du da reinbeißen willst. So eine dezente Süße nehme ich hier wahr. Irgendwie sagt es gar keiner. Ich weiß nicht, ob mein Riechkolben da irgendwie auf einem komischen Weg ist, aber ich finde, das hat so was Gummibärchenartiges. Und das in frisch aquatisch. Boah, richtig, richtig gut. Und bezahlbar, wie sich das gehört. Ja, für den Sommer. Wow. Dann Platz Nummer 5. Da sind wir so ein bisschen auf der seriösen Seite unterwegs. Auch da, du bist Banker oder hast so einen Office-Job und brauchst einen Duft, der irgendwo auch erfahren ist. Aber den kannst du auch wirklich für alles andere nehmen. Ein Allrounder, absolut. Und den kennt ihr wahrscheinlich, oder? Aber ich finde ihn absolut heiß. Wirklich. Blöde Chanel, ja, diese DNA, die hat man schon mal gerochen. Vielleicht zwei, vielleicht dreimal. Aber denk immer dran, wie viele Leute tragen wirklich im realen Leben da draußen, wo ich selten bin, Parfum. Rieche ich ab und an, okay, und ich achte da sehr drauf, aber das Gros davon tritt gar nichts. Ich wünsche, die würden dann Deo tragen oder so, anderes Thema. Aber wie gesagt, ja, die allerwenigsten tragen wirklich im Alltag Parfum und wenn ihr so ein blödes Chanel habt, das EDT, ja, ist noch ein bisschen frischer, wow, wirklich, ein Allrounder, auch den zum Date, ja, von mir aus kannst du den, habe ich auch schon mal gemacht, beim Sport, ja. Ein Grapefruit-Duft, ja, gibt, man sagt der Grapefruit ja nach, das sorgt für so Selbstbewusstsein, ne? Ach, müsste ich gleich mal raufsprühen. Dann hast du hier, also Zitrus, du hast dann auch eine holzige Basis. Oh ja, und etwas Weihrauch, ne? Weihrauch sorgt, das macht das Ganze schon so ein bisschen, ja, erfahren, wie ich immer sage, oder seriös. Wenn du ganz easy sicher gehen willst, dann nimm das EDP. Ist auch ein Top-Duft, aber ich bin ein bisschen, ich will nicht sagen gestandener Mann, aber ich mag es einfach ein bisschen frischer, noch ein bisschen vielleicht altmodisch ist das falsche Wort, ist einfach ein Top-Duft, eigentlich die ganze Reihe, auch Parfum, aber wie gesagt, ich rede mich hier schon wieder im Kopf und Kragen, Blüte Chanel auf der 5 ist einfach richtig top für jeden da draußen. Platz Nummer 4, den habe ich glaube ich auf diesem Kanal einmal erwähnt oder zweimal. Bist du ganz jung, ja, hast vielleicht noch gar keinen Duft und du brauchst einen Duft, der auffällt, der frisch ist, der auch fruchtig süß ist und ich weiß, ganz viele wollen, dass ein Duft lange hält. Ist bei frischen Düften nicht immer ganz so einfach, so wie für mich die richtige Frau fürs Leben zu finden, aber mit diesem Duft, ich will nicht sagen, kann es klappen, aber so jetzt nicht das mit den Frauen, sondern dass du diese Kriterien erfüllst, dass du gut riechst, dass es lange hält, ja, das ist Havas ist eigentlich ein Dupe von Invictus Aqua, aber in fruchtig. Meine lieben Damen und Herren, wirklich. Apfel, Birne, auch etwas Melone, sehr fruchtig, oh, und der hält so schön. Und Invictus, das war so mein, also ich hatte auch Invictus Aqua, der hat mir noch mehr Spaß gemacht. Das waren noch wilde Zeiten, den habe ich wirklich für alles genommen, ne? Weil du hast hier auch so eine Bubblegum-Süße drin, ne? Und das macht auch sogar Sinn, habe ich ja damals gemacht mit dem normalen Invictus, der da hinten irgendwo ist, für den Club, fürs Dating. Ich habe den ja immer genommen und auch du kannst das machen. Havas, wirklich. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass es ein bisschen teuer geworden ist, ne? Da war mal ein bisschen günstiger. Aber was war nicht mal günstiger und besser? Mein Liebesleben zum Beispiel. Auf Platz Nummer 3, wenn ich jetzt ganz richtig gezählt habe, das ist so ein Beachboy-Duft, ne? Baywatch-Typ, Sixpack, gut gelaunt, die Sonne scheint und boah, dem geht's ganz gut. Am besten dann noch mit diesem frisch-zitrischen Duft. Versace Pour Homme. Das ist wirklich ein Duft, den ich echt schon einigen gezeigt habe. Mir ist noch keiner, mal überlegen, nee, noch keiner irgendwie da über den Weg gelaufen, der meinte, der mochte den nicht. Sehr einfach zu mögen. Leicht, zitrisch, Moschus. Boah, und sehr günstig. Ich glaube, das startet so ab
35 Euro herum. Ja, das kommt schon gut hin. Dann 30 ml. Aber ich sage es dir, ja, du brauchst ein Dorf für die Schule oder du willst irgendwo anfangen, dann kann man mit Versace sowieso nichts falsch machen. Mit. So, Platz Nummer 2. Sorry, der Duft hat Hype. Sehr viel. Aber warum? Weil er ganz schön gut ist. Er ist einfach ganz schön gut. Preis stimmt, Haltbarkeit stimmt, Duft-DNA auch. Ich weiß, Blindkäufe eigentlich vielleicht eher nicht, aber für 30 Euro, 90 ml, ein frischer Duft mit Mandarine, Grapefruit, ne, also schön zitrisch, frisch. Dann hat er noch so eine ja, leicht dunkle Basis, ist auch ein bisschen warm, würzig. Vielleicht kommt daher dieser leicht orientalische Touch. Timo, du redest so viel. Welcher Duft? Turati Blue. Ich habe das Original. Das ist der Légère Tiger. Den zeige ich richtig oft. Ja, der ist einfach noch ein bisschen leichter, ein bisschen mehr Louis Vuitton-Style. Aber für 30 Euro, wirklich keiner wird denken, dass sie einen günstigen Duft trägt. Bin ich mir absolut sicher. Auch mein Kumpel Nico, Grüße gehen raus. Ne? Der hat sich den gekauft und trägt den ständig. Und der hält richtig lange. Und er ist sehr zufrieden. Hat der Onkel Timo wohl alles richtig gemacht und ihm was Gutes empfohlen. Turati Blue, ein Hammerduft, gerade wenn es darum geht, Geld zu sparen. Und Geld sparen ist immer gut. Wenn ihr aber sagt, ach nö, die 100 Euro, die habe ich ja eh gerade über. Du, komm, die möchte ich mal ausreizen. Dann kommt hier meine Nummer 1, meine Nummer Uno. Ich war noch nie, na, wahrscheinlich viele, die jetzt meine Videos öfters gucken, die wissen, was kommt, wenn ich sage Australien. Ich war noch nie in Australien, aber wenn, den hier trage ich. Am Bondi Beach müsste das, glaube ich, heißen, ne? Dann in Sydney. Der strahlt einfach so eine Lebensfreude aus, ja, was für mich die Australier haben. Immer gut gelaunt, die Sonne scheint, ja. Der einfache Weg des Lebens, der ist da, den geht man und trägt diesen Hammerduft. Ich glaube, kein Duft wurde öfters mir nachgekauft in meinem Bekanntenkreis als der hier. Ja, er hat ein bisschen Duschgel-Charakter. Egal, ihr riecht einfach toll. Das ist Pacific Rock Moss. Ist Unisex. Ihr habt hier Zitrone. Boah, ich kriege ja fast Gänsehaut, wenn ich das rieche. Das macht so Bock auf Urlaub im Sommer. Zitrone, dann habt ihr was leicht Grünes. Das liegt am Moos. Salbei gibt dem Ganzen diese Gelassenheit. Na, diese typische, also für mich jedenfalls typisch australische Gelassenheit. So, alles ist cool, Mann. Ah. Hammerduft. Hammerduft riecht wie ein Australienurlaub oder ein Arzt auf Hawaii. Sowas habe ich wirklich vorher noch gar nicht gerochen und mittlerweile immer noch nichts, was da in die Nähe kommt. Also, Pacific Rock Moss ist meine Nummer 1. Und jetzt bist du dann. Was ist dein Lieblingsfreshie für unter 100 Euro? Hm? Hat da jemand was? Du auch? Okay, okay. Dann in die Kommentare schreiben und es würde mich freuen, wenn du abonniert hast. Hast du wohl, oder? Falls nicht, fühl dich erwischt. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald wiedersehen, okay? Ich habe nur das hier. Ich habe nur dich. Also, Daumen nach oben drücken ist auch eine gute Sache, ne? Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und wenn nicht, ja, okay. Ich kann nicht alle happy machen, hm? Was manchmal an Kommentaren kommt und so, egal. Ist ja nur selten, aber manchmal denke ich mir, hä, wo bin ich denn arrogant? Junge, worauf? Guck dir mal mein Leben an, aber das ist ein ganz anderes Thema. Also, dein Frischling, der Parfum-YouTuber Timo und nochmal Dank an euch, ja. Über 3000 Abos, ihr seid ganz schön cool, babbohaft. Oder wie sagt man bei euch jungen Leuten? Also, ein Schmackofatz-Küsschen geht raus, wir sehen uns und bis bald. Und guckt noch ein paar andere Videos von mir an. Ja, bis bald.